Hallo zusammen. Ich möchte heute mal über den Weg zurück zu sich selbst reden. Das ist was ganz Wichtiges und ich habe letztens ein Video geguckt vom Dr. Maas. Das ist ein Psychoanalytiker oder Psychotherapeut, Psychiater, glaube ich. Also ein Arzt, der ein bisschen versucht zu erklären, was gerade mit unserer Gesellschaft passiert. Und der erklärt das ganz interessant. Er sagt nämlich, dass wir in unserer Kindheit oder dass viele Menschen, die jetzt ja krankhaft reagieren und im Prinzip dann die Gesellschaft formen, ja, denn die Gesellschaft besteht aus den Individuen, die ihre persönlichen Probleme aus der Kindheit mit sich tragen. Und er sagt, dass diese Menschen früher eben durch zu frühe Fremdbetreuung, durch falsche, ja, durch zu wenig Liebe, durch zu wenig Anerkennung für das Kind als Subjekt, als Individuum eben einen krankhaften Narzissmus entwickelt haben, den sie versuchen zu kompensieren. Und diese Kompensation funktioniert durch Materialismus. Ja, man versucht also diese Liebe, die man damals nicht erhalten hat, diese Zuneigung, den Zuspruch der Eltern und des Umfeldes, die das übrigens auch nicht absichtlich getan haben, sondern die auch schon in dieser materialistischen Welt aufgewachsen sind und das nicht anders gelernt haben, ja, und deswegen es auch nicht an die Kinder wirklich weitergeben konnten, dass dadurch eben versucht wurde oder gelernt wurde von den Kindern, die Liebe, die Anerkennung, den Zuspruch durch äußere Dinge zu erhalten, also durch Dinge, die man kauft, durch Bestätigung über das Internet, durch Zuspruch, ja, du bist gut, und vor allem auch durch, was muss ich tun, um geliebt zu werden, also auch durch Befolgung von Vorgaben. Ja, das ist quasi ein Mechanismus, der dazu führt, dass man sich geliebt und bestätigt fühlt, weil man tut ja, was andere von einem verlangen. Und dieses Zurück zu sich selbst ist eine ganz wichtige Sache. Und er sagt auch, der Dr. Maas, dass jetzt eben für viele Menschen dieser Mechanismus noch greift. Also Dinge, die völlig abstrus, unmenschlich, empathielos für eigentlich sind, die funktionieren in unserer Gesellschaft trotzdem, weil eben die Menschen immer noch dieses Liebesbedürfnis haben. Sie haben nicht gelernt, aus sich selbst heraus intrinsisch zu entdecken, den eigenen Wert zu entdecken, ja, dass sie selbst liebenswert, sind. Und dadurch blockiert, das blockiert den Zugang dann zu dieser Erkenntnis, wenn etwas falsch läuft. Und sie versuchen heute auch noch zu befolgen, also das zu tun, was man ihnen sagt, weil sie dieses Liebesbedürfnis haben, zu gehorchen, brav zu sein und dadurch bestätigt zu werden und sich selbst wertvoll zu fühlen. Und deswegen haben wir so viele Menschen, die heutzutage einfach das tun, was ihnen gesagt wird und es auch nicht hinterfragen und damit Gefahr laufen, und damit läuft die ganze Gesellschaft Gefahr, in eine Richtung zu driften, die totalitär ist, ja, und wo eigentlich von oben herab gemacht werden kann, was gewollt wird, ohne dass unten jemand merkt, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Da geht irgendwas gegen unsere Natur, gegen unser Gefühl, ja, gegen unseren spirituellen Geist, ja. Ich glaube, viele Menschen spüren das, aber dieses Spüren, und auf der anderen Seite der Waage ist dieses, oh Gott, ich werde nicht mehr geliebt, wenn ich nicht das tue, was mir gesagt wird, das ist höher, weil das ganz tief mit der Selbstbestätigung zu tun hat. Und das ist ein großes Problem. Und ein weiteres Problem ist, auch Menschen, die kritisch sind, oftmals wird nicht tiefgründig erkannt, was das Problem ist, sondern es wird auch oft, weil das ist der andere Teil der Menschen sozusagen, der Inhalt gewechselt. Das heißt, von ich muss brav sein, ich höre jetzt auf, was mir da oben gesagt wird, wechseln sie den Inhalt in ich bin jetzt kritisch und höre darauf, was die Kritiker mir sagen. Aber das ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist, oder die Kernlösung ist, zu sich selbst
selbst zurückzukommen. Nicht erst denen zuhören und dann denen zuhören, sondern nein, zu sich selbst zurückkommen. Also es gibt den Teil, der hört blind zu, was denen er schon immer zugehört hat. Dann gibt es die Leute, die wechseln einfach die Seite und hören einfach den Leuten zu, die was anderes sagen. Und dann gibt es aber auch die Leute, und es werden immer mehr, die aus dem ganzen Prozess die Erkenntnis ziehen, hey, ich muss zurück zu mir selbst. Ich höre mir an, was alle sagen, aber ich werde souverän. Also die erkennen das Kernproblem. Die erkennen das Kernproblem der ganzen Sache, warum das alles passiert, und tragen damit zur Lösung bei, indem sie sich zu sich zurückkommen, mutig werden, souverän werden, selbstbestimmt werden. Und das ist der Punkt. Und man hört oft richtig, falsch, schuldig, unschuldig, Recht, Unrecht. Was ist denn das alles? Gibt es richtig, falsch? Gibt es Recht, Unrecht? Gibt es Schuld und Unschuld? Nicht wirklich, nein. Denn das ist alles auf der falschen Ebene. Dieses schuldig, unschuldig wird alles auf der falschen Ebene gesagt. Denn es gibt ein schönes Beispiel, die Natur zum Beispiel. Wir alle haben Krebsgene in uns, die Tiere auch. Ja? Gene, die das Potenzial haben, oder Zellen, die das Potenzial haben, zu entarten. Aber wann entartet denn eine Zelle? Wenn die Zelle mit Umweltgiften konfrontiert wird. Und das sind nicht nur physiologische Umweltgifte, das sind auch psychologische Umweltgifte. Wenn also die Balance nicht mehr gewahrt wird, dann entartet eine Zelle und wuchert, weil sie nicht mehr in der Ordnung ist. Ja? Normalerweise, wenn wir gesund leben, souverän, selbstbestimmt, natürlich, naturnah, den Naturgesetzen entsprechend, dann ist unser Körper in Balance, in der Ordnung. Und sobald wir lange Zeit aus der Unordnung rausgehen und daraus auch nichts lernen, ja, die Natur, die Welt schickt uns ja immer wieder durch Krankheit, Unfälle, Signale, ja, auch durch Rückkopplung mit anderen Menschen. Oh, da läuft was aus der Ordnung. Guck mal, reflektiere dich mal, komm zu dir selbst zurück und geh wieder in die Ordnung hinein. Und das passiert oft nicht. Und irgendwann schickt uns dann der Körper, ja, die richtig dicke Faust quasi. Und das kann dann sowas sein. Und ein anderes Beispiel. Liebe ist Natur gegeben. Sie ist immer da. Sie ist völlig natürlich. Alles ist durch Liebe erschaffen und mit Liebe durchströmt, sagt man mal. Das hört sich ein bisschen esoterisch an. Aber in Wirklichkeit ist es so. Wenn man mal unsere Natur, unsere Welt anschaut, dann merkt man, da ist ganz viel Liebe. Diese Perfektion, dieses Spirituelle, dieses Wohltuende, alles Natürlichen. Ja, aber wenn die Gesellschaft krankt, dann wird aus Liebe Missbrauch. Ja, dann wird aus Liebe Hass. Liebe kennt eigentlich kein Gegenteil, aber die Energie wird einfach umgelenkt und überdeckt, ja, verschüttet, und wir können einfach nicht mehr das wahre Wesen der Liebe erkennen, und dann entartet das, genauso wie eine Krebszelle oder eine Zelle dann zur Krebszelle wird, entartet dann auch die Liebe. Wir entdecken, wir können sie nicht mehr sehen, ja, wir vergessen sie sozusagen. Und was ist gut und was ist schlecht? Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gedreht. Wenn sich ein Mensch ein Bein bricht, dann ist das erstmal schlecht. Aber stell dir mal vor, ein Mann bricht sich das Bein und dann bricht der Krieg aus und er kann nicht in den Krieg gehen, weil er ein gebrochenes Bein hat. Er wird nicht eingezogen. Dann ist das gebrochene Bein wieder etwas Gutes. Also unsere Welt ist so komplex, dass wir nicht wissen, was ist richtig falsch, wer ist schuldig, wer ist unschuldig, was ist falsch und wahr. Dass wir das gar nicht überblicken können. Was ist denn die Lösung? Die Lösung ist, wieder zu uns selbst zurückzukommen. Ja? Uns mit unseren eigenen Problemen der Kindheit auseinandersetzen, mit unserem inneren Kind, das in uns allen noch weiterlebt. Zu unserem inneren Kind zu sagen, hey, ich bin da, ich bin jetzt der souveräne Erwachsene, ich passe auf dich auf. Alles ist gut. Denn meistens reagieren wir noch emotional wie ein kleines Kind. Wir suchen nach der Bestätigung, nach der Liebe, nach dem Zuspruch der anderen. Und deswegen lassen wir uns so stark manipulieren und wegziehen von uns selbst. Und wenn das zu viele machen, dann geht unsere Gesellschaft in eine krankhafte Richtung, in eine totalitäre Richtung. Und dann werden wir auch für unsere Kinder eine
keine schöne Zukunft erschaffen. Das heißt, jeder ist gefordert, zu sich selbst zurückzukommen, Eigenverantwortung zu übernehmen, sich nicht auf andere zu verlassen. Das ist der Punkt, zu dem wir kommen müssen. Und diese Zeit, die wir jetzt haben, die ist ein unglaublicher Transformator für genau das. Wie gesagt, manche Menschen verwechseln einfach den Inhalt, aber viele Menschen merken, ah, das ist auch nicht das Wahre. Ja, jetzt renne ich den hinterher, dann renne ich den hinterher. Nein, zu sich selbst zurückkommen. Ja, Eigenverantwortung, Souveränität erlangen. Und das ist ein schmerzlicher Prozess und das fühlt sich für viele erstmal wie der kleine Tod an. Deswegen muss ja außenrum alles so schlimm werden, damit die Menschen erkennen, scheiße, ich kann von außen mir gar keine Bestätigung mehr holen, weil außenrum alles zusammenbricht. Ja, oh, dann werden sie zu sich zurückgeworfen und dann ist der Schmerz, den sie empfinden, wenn sie zu sich selbst zurückgeworfen werden und den Prozess durchlaufen müssen, nicht mehr so arg unterschiedlich wie der Schmerz, der außen um einen rum ist. Deswegen muss es außen immer schlimm werden, in einer Krise. Deswegen hat eine Krise so viel Potenzial, damit die Disbalance zu sich selbst, der Schmerz, den man empfindet, wenn man zu sich selbst kommt, nicht mehr so großartig anders ist als der Schmerz, der sowieso im Außen schon passiert. Wenn außen alles gut ist, man mit Materialismus vollgestopft werden kann, ja, mit Konsum, mit Medien, mit schnellen Stimulationen, dann vergisst man das, dann hat man keinen Drang, auf sich selbst zurückzukommen. Aber jetzt in der Zeit ist die einmalige Chance, deswegen ist das so eine tolle Zeit auch, dass wir alle wieder in die Selbsterkenntnis erlangen, zurückkommen können und dadurch eine bessere Welt schaffen können. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, man hat es ein bisschen nachvollziehen können. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.